So, hallo liebe Gartenfreunde. Die Gartensaison ist ja im vollen Gange und ich habe von der Firma Hokura die neuesten Akkugeräte bekommen zum Testen und Filmen. Und heute fange ich mal mit dem Hokura Rasenmäher S2 Akku Rasenmäher an. Ich habe dann hier mal einen Kofferraum. Man sieht hier gleich mal einen schönen Vorteil beim Ausladen. Ein Akku-Rasenmäher ist wesentlich leichter wie ein Benzinrasenmäher. Der Akku ist ganz vollgeladen. Den kann man hier einfach einführen. Ich nehme in dem Fall den 2 Ampere-Stunden Akku mit 40 Volt rein und baue hier mal den Rasenmäher zusammen. Man sieht, man hat hier viel weniger Kabel wie am Benzinrasenmäher. So, die Sache ist fertig. Der Akku ist aufgeladen. Ein Grasfangkorb brauchen wir natürlich auch noch. Der hat hier auch wieder eine sehr praktische Füllstandsanzeige. Wenn der Korb gefüllt ist, schließt sich der Deckel, weil der Luftstrom abreißt. Ja, ich werde jetzt mal hier diese ca. 100 Quadratmeter mit dem kleinen Akku und unserem kleinen Gerät hier wehen und werde nachher wieder berichten, auch einige Details noch. Vielleicht so viel weg. Er hat eine 5-fach Höhenverstellung, eine zentrale, zeige ich nachher noch im Detail. Hat eine Schnittbreite von 40 cm. So. So, der Start vom Akkurasenmäher, man drückt den grünen Knopf, den Sicherheitsbügel und nichts geht. Das ist auch richtig so, weil hier ist die Kindersicherung, die kann man abziehen, hier aus dem Akkuschacht, damit ja, so kleine Lausbuben nicht unbefugt mit dem Rasenmäher vom Vater arbeiten können. Und deshalb zieht man den ab und nimmt den mit, versteckt den irgendwo. Wenn man mähen möchte, steckt man den hier da rein. So, und dann läuft der Rasenmäher. Man drückt den grünen Knopf und zieht hier den Bügel. Füllkapazität hier an. Da geht ganz ordentlich was rein. Die Anzeige hat es bemerkt, dass er voll ist. Also das funktioniert schon mal ganz gut. Der Akkumäher von Hokura, der S2, ist bestens geeignet für Gärten bis ca. 250 Quadratmeter. Ich schaue mir jetzt mal den Akku-Ladestand an. Wir haben hier so eine kleine LED. Okay, der ist jetzt von 4 Punkten sind 3 Punkte entladen. Also es war auch recht hohes, fettes Gras mit dem kleinen Akku. Natürlich, es gäbe auch hier einen doppelt so starken Akku. Sitzt hier noch auf dem Ladegerät drauf. Der hatte 4 Amperestunden statt 2 Amperestunden. Der reicht also dann locker für einen doppelt so großen Garten aus. Bitte nicht vergessen, den Rasenmäher und die Akkus gibt es einzeln, beziehungsweise auch als Set etwas günstiger, Akku, Ladegerät und Rasenmäher. Ein ganz wichtiger Aspekt ist für mich auch persönlich, dass diese Akkus auch an den anderen Akkugeräten von Hokura voll kompatibel sind, das heißt passen. Also sprich Heckenschere, man schneidet kein Kabel mehr durch, Hochentaster, Motorkettensäge und Kantenschneider. Ein Laubbläser gibt es auch noch dazu. Und überall passt dieser gleiche Akku. So, noch ein paar technische Daten. Elektrostartsystem, Sie haben das gesehen, absolut sicher.
mit Sicherheitsbügel, Grasfangkorb mit Anzeige, fünfstufige Höhenverstellung. Ich habe jetzt dieses Gras dann von Stufe 3 auf 4 verstellt, also etwas höher, weil es eben schon sehr fett und hoch war. Die Schnitthöhe ist hier einstellbar von 20 bis 70 mm. Der Fangkorb hat ein Volumen von 50 Liter, vollkommen ausreichend. Ich habe jetzt hier den Korb bei diesen knappen 100 Quadratmeter, ich glaube, viermal entleert. Raddurchmesser vorne 155 und hinten 180 Kugel gelagert. Gewicht mit Akku, ich nehme jetzt an mit dem kleineren Akku, 18,3 Kilo. Also, was wirklich super war, wenig Krach, kein Benzingestank und super leicht in der Handhabung. Ich habe überhaupt nicht einen Antrieb vermisst, weil das Gerät eben so leicht ist und sich so leicht schiebt. Ja, und nicht vergessen, wenn man Schluss macht, den Sicherheitsstecker abziehen. Was auch noch dabei ist, ist hier so ein Nullsystem anstelle vom Grasfangkorb, wird hier eingeklickt und dann geht das Gras genau richtig runter. Ja, eine Empfehlung könnte ich aussprechen. Gartengröße muss stimmen und dann macht es richtig Spaß mit dem Gerät zu arbeiten. Demnächst dann wird es weitergehen mit Videos über die anderen Akku-Gartengeräte von Hokura. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.